Hallo ihr Mutigen, der Wilde hier. Herzlich willkommen zum CWL-Rückblick August. Ja, ein bisschen spät, aber zum Ausklang der CWL war ich dann im Urlaub. Und das WLAN im Hotel war nicht so gut, dass ich hätte Videos machen können. Das hätte Jahrzehnte gedauert zum Hochladen. Von daher schauen wir jetzt erst drauf. Wir fangen an, wie fast immer, mit Packer Smash Angriffen. Na, Queen Charge oder Queen Walk vorne vor, je nachdem, was man so alles rausholen möchte. Die Clanburg gelockt. Und ja, die Queen kriegt jetzt fast keinen Schaden, deshalb sind die Ice Golems da nicht weiter tragisch. Kommt schön durch. Und dann geht's von unten mit der Karre Bolan Packers in die Base rein, bis zum Rathaus, Sprung gleich über den Adler, nehme ich mal an, genau, so ein bisschen versetzt, dass man fast überall drankommt. Zwei Freeze-Zauber noch übrig und ihr seht schon, die Queen räumt da in der Mitte ganz gemütlich ab. Außenrum die Packer mit Heilern und Bowlern. Das langt auf jeden Fall, was der Kielbrenner da abreißt. Schöne Sache auf jeden Fall. König und Packer gehen jetzt auch in die Base rein. Letzte Freeze für den Multi-Inferno und dann steht da eine Kanone noch, die kann sich nicht wehren. Auch der Minenwerfer ist Geschichte. Und drei Sterne im Sack. Na, schöner Auftakt im CK Nummer 2. Denn im CK Nummer 1 brauchten wir wie fast immer ein bisschen Aufwärmphase. Und jetzt haben wir hier Kielbrenner zum zweiten. Der wieder mit dem Queen Walk startet. Ramme dazu. Und dann geht es Richtung Zentrum. Von unten Hexen und ein paar Bowler zum Gegenfunneln gesetzt. Damit auch ein bisschen was Richtung Zentrum laufen kann. Sehr schön. Die Packer im Ring. Bowler mit Heilern und Queen in der Mitte. Das ist eine prima Kombi. Geht wunderbar durch die Mitte durch. Die ganzen Kernverteidigungen sind weg. Und ja, dann vereint sich das Ganze, um das letzte Viertel aufzuräumen. Da kommt noch ein Ballon, der übrig war. Ein paar Aufräumtruppen noch dazu, ein Magier. Und ja, keine Chance für die Base. Schöne, wieder zwei Sterne. Zwei, drei von Kielbrenner. Und jo, diesmal sind wir nur mit den Kollegen von Azu unterwegs. Die Allied Smokers haben ausnahmsweise mal selbst zwei Clans gestartet und hatten damit nicht genug Leute, um bei uns noch wen abzustellen, aber das ist ja kein Thema. Ja, auch der Drachenkult mit Azu, Kielbrenner und einigen anderen ist super vertreten und definitiv eine echte Bereicherung im Clan, in der Clankriegliga. Und das ist das Schöne, wenn man eben mit ein paar Clans ordentlich zusammen spielt und befreundet ist, dann kann man eben tatsächlich seine zu vielen oder zu wenigen Rathaus 12er austauschen und gemeinsam dann eben richtig anständig zur Sache gehen. Na, Azuro hier mit seinem kleinen Account nimmt den Stormbreaker vom Fight Club auseinander nach allen Regeln der Kunst und trägt hinterher nochmal Azu mit seinem großen Account, der in dem Fall den Punisher auch vom Fight Club auseinander nimmt. Ja, zweimal die gleiche Base, von daher eine wunderschöne Geschichte, dass man den gleichen Angriff sozusagen wiederholen kann, wenn es denn immer so klappen würde.
dass das dann auch gleich abläuft. Das ist nämlich das Interessante bei Kok. Man kann alle Truppen identisch setzen und wie ihr seht, die Queen hier völlig auf Abwägen, unterstützt die restlichen Truppen gar nicht, aber trotz allem hilft's und die drei Sterne sind im Sack. Von daher haben wir viermal Pekka Smash gesehen von Atsu und Kielbrenner und wir haben dann noch Pekka Bobette, Bowitch, Queen Charge Hawks, Queen Charge Giant Bowlers, in Zukunft Frosted E-Drex und natürlich Witch Slap. Also da kommt noch einiges in den nächsten Tagen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dahin. Bye, bye.